Dann sprechen wir jetzt, wie immer, wenn das Beachbook erschienen ist, über den wichtigsten US-Konjunkturbericht. Das machen wir hier wieder in ganzer Ausführung. Das heißt, wir schauen uns alles an, was genannt worden ist. Und hinten dran gibt es heute noch einen kleinen Zusatz, weil gestern hat die EZB getagt und hat wichtige, wichtige Nachrichten erzählt, die ich für so wichtig halte, dass wir sagen, wir bringen die hier mal noch mit rein, weil das kann durchaus Einfluss auf den Euro beziehungsweise auch auf die Indizes hier beispielsweise auf den DAX haben, weil als das letzte Mal sowas passiert ist, dass die EZB in dieser Art und Weise tätig geworden ist, gab es deutliche Trends, die sich hier vernünftig ausgebildet haben und die man auch gut zum Traden nutzen konnte. Hier. Bevor wir mit dem Webinar in der Tiefe beginnen, möchte ich Sie bitten, den Risikohinweis in voller Gänze mit zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das ist eines der wichtigen Teile. Wie schon gesagt, hier alles in Gänze ist wichtig für Sie zu wissen. Das Beachbook. Zunächst erst einmal ein kleines bisschen zur Geschichte vom Beachbook. Viele, die hier zuschauen, die haben vielleicht am Rande schon mal was davon gehört. Ich möchte hier ganz kurz das Beachbook erklären, wozu es da ist, wie es entstanden ist. Das heißt hier, das Beachbook ist der Konjunkturbericht der USA. Den gibt es seit 1970 und ist der Report über die aktuelle wirtschaftliche Lage aus 12 Verwaltungsbezirken in den USA. Befragt werden, damit man diese Dinge auch sammeln kann, Banken- und Branchenexperten, Unternehmenslenker und auch Ökonomen. Das also die Dinge. Und wir bekommen hier Aussagen über ökonomische Trends. Wir bekommen auch Aussagen über mögliche zukünftige Herausforderungen. Und das ist der Punkt, weshalb das FOMC bzw. die Notenbank der USA halt so wichtig und so richtig auf das Beachbook schaut, weil da bekommen Sie wirklich einen umfassenden Eindruck davon, wie es gerade der Wirtschaft hier in den USA geht. Das heißt, hier positive Ergebnisse untermauern die Wirtschaft. Beispielsweise kann das den US-Dollar stützen. Negative Auswirkungen dämmen die Wirtschaft ein. Das kann sich beispielsweise negativ auf den US-Dollar auswirken. Das heißt, kann den US-Dollar schwächen. Und der Offenmarktausschuss, das sogenannte FOMC, nutzt diese Ergebnisse für den Entscheid bei den kurzfristigen Zinsen. Das heißt, es ist ein wichtiges Steuermedium, was die Zentralbank hier in der Hand hat, um zu sagen, müssen wir die Zinsen erhöhen, müssen wir die Zinsen senken, sollten sie stabil bleiben, all diese Dinge. Und damit kann die Fed die Wirtschaft in den USA etwas unterstützen. Das Beachbook ist ein Buch für jeden einsichtbar. Das heißt hier, die Veröffentlichung der Daten, die wird vom Board of Governors of the Federal Reserve vorgenommen. Wen das interessiert, wer da auch gerne mal reinschauen möchte, hier entsprechend auch der Link hier abgebildet. Ich werde diesen Link mal ganz kurz posten, kurzen Augenblick. Wer das möchte, kann hier dann auch direkt mal reinschauen. Ich packe das mal auf Facebook gleich mit rein und ich versuche es direkt nochmal in den Chat hier reinzustellen auf GoToWebinar. So, das ist jetzt da. Also alle, die zuschauen jetzt hier live, können das Ganze sich auch einmal zu Gemüte führen und die Daten sich vielleicht auch selbst mit anschauen. Veröffentlicht wird das Ganze 8-mal pro Jahr und zwar immer 2 Wochen vor dem FOMC-Meeting, also dann, wenn wir hier immer die Nachrichten der Federal Reserve auf den Ticker auch bekommen. Schauen wir in die aktuellen Daten hinein. Was bekommen wir hier gemeldet? Starten wir bei den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten. Hier steht wieder alles auf Wachstum oder weiterhin alles auf Wachstum. Das heißt, wir sehen hier, die wirtschaftlichen Aktivitäten in den USA setzen die Expansion fort. Eine Großzahl hier, wir sehen es, 10 der Verwaltungsbezirke berichten leichtes bis moderates Wachstum. 2 gaben unveränderte Bedingungen an. Das ist so ein Punkt, wenn wir hier sehen, dass sich etwas verändert. Ja, dann muss man sagen, dann könnte es sein, dass die Wirtschaft sich verändert. Ne? Und da muss man auch so ein bisschen in den Zwischenzeilen lesen. Und das machen wir hier auch immer, wenn sich etwas verändert. Letztes Mal hatten wir hier nur ein
schwaches bis moderates Wachstum. Jetzt haben wir leichtes bis moderates Wachstum in diesem Bereich. So, man sieht immer mal so ein paar Nuancen, aber wie schon gesagt, die Wirtschaft wächst und das ist ein wichtiger Faktor, dass wir hier nicht in eine Rezession in den USA hineinlaufen. Was gab es noch aus dem Bereich der wirtschaftlichen Aktivitäten zu sagen? Der Shutdown, den hatten wir ja zum Jahresanfang und der hat ziemlich lang gedauert. Der hat zu einem langsameren Wachstum in vielen Sektoren geführt. Das hat Auswirkungen auf die Wirtschaft, deswegen muss das hier genannt werden. Mit Blick auf die Konsumenten, da gab es ein gemischtes Bild. Das heißt, die Ausgaben der Konsumenten waren durchwachsen. Warum? Oder wo kamen die durchwachsenen Bilder her? Dieses, sage ich mal, Konstrukt, dieses Bild hat sich im Thema Einzelhandel und Autos herausgetragen. Das heißt, wir haben einen strengeren Winter oder wir hatten einen sehr, sehr strengeren Winter oder strengen Winter in den USA und wir hatten steigende Kreditkosten. Und das hat dann direkt Auswirkungen auf das Ausgabeverhalten der Konsumenten. Das haben wir hier, das bekommen wir auch direkt mit genannt. Was auch wichtig ist, die Produktions- oder die Produktivität, ja, die Produktionsaktivitäten, das Thema ist gestärkt worden. Das heißt, man ist dort gewachsen, aber, und das muss man auch, sag ich mal, beachten. Oh, zwar ist das eine gewachsen, aber auf der anderen Seite melden zahlreiche Hersteller, dass es hier und da ein paar Sachen gibt, die denen nicht ganz so gut gefallen. Das heißt hier, wir haben zu kämpfen oder die Hersteller haben teilweise zu kämpfen mit der Abschwächung der globalen Nachfrage, beispielsweise auch Thema China, und die höhere Kosten durch die Zölle. Ja? Thema Handelsstreit, das merken hier die Produzenten und die Produktionstätigkeit kann davon negativ beeinflusst werden. Das haben wir hier mit genannt bekommen. Schauen wir noch weiter auf das Thema Dienstleistungen außerhalb des Finanzsektors. Dieser Sektor hat gezeigt, es gibt weiter moderate Steigerungen. Der Wohnungsbau, auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in den USA, genauso wie bei uns in Deutschland, ist konstant geblieben, beziehungsweise hat sich in Teilen auch leicht erhöht. Aber, und jetzt kommt wieder so ein kleines bisschen Aber, die Hausverkäufe sind aktuell leicht rückläufig. Da gibt es ein paar Dinge, die man dazu beachten muss oder wo begründet wird, weshalb die möglicherweise rückläufig sind. Das ist zum einen, dass die Kosten für die Einrichtung steigen und die Hauspreise in geringem Tempo angestiegen sind. Das heißt, die steigen weiter, die Hauspreise, aber, und das ist jetzt der Zusatz, in geringerem Tempo. Das heißt, die Zunahme der Hauspreissteigerung wird etwas langsamer. Das heißt, das Ganze schwächt sich ab. Aber das könnten hier zwei mögliche Gründe sein, warum das Thema Hausverkäufe etwas rückläufig wird. Nochmal ein Blick in die Landwirtschaft der USA. Die Bedingungen in der Landwirtschaft sind weiter schwach. Dann schauen wir mal auf den Arbeitsmarkt. Arbeitsmarkt ja sehr, sehr wichtig, weil gute Beschäftigung, gutes Einkommen ist gut für die Binnenkonjunktur, weil die Bürger geben dann natürlich auch Geld an. Was haben wir hier am Arbeitsmarkt und im Bereich der Löhne? Wir haben in den USA weiterhin ein gemäßigtes Wachstum bei den Anstellungen in den meisten Bezirken, aber die Lage am Arbeitsmarkt bleibt weiter angespannt. Das kennen wir auch bei uns in Deutschland. Fachkräftemangel, ja, es finden sich kaum noch qualifizierte Arbeiter. Und diesmal war etwas sehr, sehr bemerkenswert. Das wurde extra genannt, die Knappheit im Thema oder im Bereich der Informationstechnologie. Das ist ja ein wichtiger Faktor, den wir heutzutage auch haben. Es läuft immer mehr in diesen Sektoren auch zusammen und dort fehlen einfach Fachkräfte und das kann halt irgendwann auch das Wirtschaftswachstum ausbremsen. Etwas, was hier noch genannt worden ist, was jetzt aktuell möglicherweise noch keine Auswirkungen haben, aber das Ganze mittelfristig Auswirkungen haben könnte, der höhere Bildungssektor verzeichnet rückläufige Einschreibungen. Das heißt, es fangen immer weniger Leute an zu studieren. Die gehen lieber arbeiten, um Geld zu verdienen. Das sind dann natürlich aber auch Leute, die nicht so gut ausgebildet sind wie die aus dem höheren Bildungssektor. Mal schauen, was da drauf wird. Es ist auf alle Fälle genannt worden und man muss das Ganze hier beachten. Zum Thema Löhne. Bei den Löhnen ist es so, die sind weiterhin gestiegen über alle Bereiche hinweg und das heißt auch in den
Jobs, die nicht so gut bezahlt sind, gab es genauso Lohnsteigerungen wie in den Jobs, die wirklich deutlich besser bezahlt wurden. Hier das im Bereich der Löhne. Und dann schauen wir noch auf die Preise. Ja, ist ja auch etwas bei den Unternehmen, wenn Kosten steigen und die Preise auch steigen können, ist das ja in Ordnung. Hier schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Hier auch zum Thema der Inflation. Wir haben weiterhin auf breiter Ebene moderate Preisanstiege. In einigen Bezirken gibt es ein etwas schnelleres Wachstum für Produktions- und Verkaufspreise. Das ist ja schön, wenn Produktionskosten steigen und die Verkaufspreise steigen, dann sieht man ja auch, dass die Unternehmen die steigenden Kosten auch an ihre Kunden weitergeben können. Die Möglichkeit, diese Produktionskosten weiterzugeben, ist allerdings nicht überall gleich, sondern das variiert zwischen den Bezirken. Dort, wo mehr Geld vorhanden ist, da kann natürlich mehr weitergegeben werden als in den etwas ärmeren Bezirken. Was gibt es noch beim Thema Preisen? Der Preisdruck durch Zölle auf bestimmte Waren und Dienstleistungen ist weiter zu spüren. Thema Handelszoll, ja, wichtiges Thema, das belastet halt die Wirtschaft. Aber ein schönes Anzeichen gibt es auch hier, die Preise für den Stahl, die sind ja durch Zölle auch angestiegen, die stabilisieren sich bzw. sind auch leicht gefallen. Also in dem Sektor scheint es da etwas auch Entspannung zu geben. Die Energiekosten sind teils ebenfalls leicht zurückgegangen, was ja wieder positiv für die Wirtschaft ist. Das also hier die wichtigsten Dinge in der Zusammenfassung aus dem Wirtschaftsbericht der USA. Also wir sehen, der Wirtschaft in den USA geht es weiterhin gut. Wir sehen Wachstum, wir sehen einen sehr, sehr stabilen Arbeitsmarkt. Wir sehen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter auch mehr Geld in der Tasche haben. Der Arbeitsmarkt sucht Fachkräfte. Das heißt, hier schaut es auch für die Zukunft aktuell sehr, sehr vernünftig aus, was das Thema auch angeht. Das ist also ein gutes Bild, was wir hier sehen. Ich bin gespannt, wie sich die Zentralbank beim nächsten Mal in 14 Tagen dazu äußern wird, wie sie das Ganze hier geht. Sie hat ja beim letzten Mal als so leichte Sorgen am Himmel oder leichte Wolken am Himmel aufgetaucht. Das hat sie ja auch gesagt, gut, wir machen jetzt mal hier einen Schritt zurück bei den Zinsen, um die Wirtschaft nicht zu überfordern. Das sind halt Dinge, die wir hier immer wieder gut und gerne in den USA mit sehen können. Und jetzt an dieser Stelle noch das von mir angekündigte EZB-Statement. Das kam gestern. Wichtigste Nachricht hier, das Thema Geldspritze für die Banken ab September 2019. Wir haben ja in der Eurozone doch einige Problembanken, gerade im Süden Europas geht es den Banken teilweise sehr, sehr, sehr schlecht. Und hier hilft die Zentralbank den Banken mit Krediten. Das heißt hier, das sollen Stützen für angeschlagene Institute sein. Laufzeit sind 2 Jahre. Und die EZB sieht halt hier Anzeichen für zunehmende Risiken im Finanzsektor. Und sowas bewegt natürlich auch den Euro. Das haben wir ja gestern dann an dieser Stelle auch mit gesehen. Zum Thema Leitzins haben Sie gesagt, er bleibt bis mindestens Ende 2019 konstant. Bislang galt, dass wahrscheinlich im Sommer 2019 etwas an der Zinsschraube getan wird. Jetzt sind wir schon in 2020. Also hier gab es definitiv einen Schub nach hinten. Mario Draghi hat sich gestern wirklich auch sehr besorgt über die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone genannt. Das heißt hier, die EZB sorgt sich um die EU-Konjunktur. Wir haben hier ein rückläufiges Wirtschaftswachstum. Die Inflation entwickelt sich nicht so, wie die EZB das gerne haben möchte. Aus diesem Grund hier diese Geldspritzen für die 2-jährige Laufzeit. Was wir auch sehen, die Energiekosten sind genauso wie in den USA auch hier teils leicht zurückgegangen. Das kann auch an der Nachfrage liegen, an was auch immer. Aber wir sehen, die EZB ist hier definitiv besorgt über das, was momentan in der EU so los ist. Damit haben wir gesprochen über den wichtigsten Konjunkturbericht in den USA. Der Wirtschaft dort geht es weiter gut. Das passt auch so ein bisschen ins Bild, was wir bei den Indizes auch sehen. Die großen Trends oder die Trends, die wir momentan seit einiger Zeit am Laufen haben, die sind weiter intakt. Die atmen jetzt gerade auch mal irgendwo durch. Das heißt, das Bild, was wir technischer Natur sehen, passt relativ gut mit dem Bild aus der fundamentalen Seite zusammen. Von der Seite her, ja, haben wir hier jetzt einmal fundamental und technisch wieder zusammengebracht. An dieser Stelle sage ich danke für die Zeit hier im Webinar. Ich hoffe, die fundamentale Seite, der fundamentale Einblick hat dem einen oder anderen auch gefallen.